Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit dem Video zu Cosmo und dem Side Deck, da ihr ja öfters danach gefragt habt jetzt in letzter Zeit und vor allem, weil die jetzt gerade gewonnen haben. Ja, Cosmo, starkes Deck, sehr schwer, sehr schwer dagegen zu spielen, ob es Mirror Match ist oder nicht. Jetzt haben wir hier mal ein paar Karten, die viele Decks gegen Cosmo spielen, die selbst gegen Cosmo spielen zum Beispiel. Fangen wir an, natürlich die beliebteste Karte ist Kaiserliche Eisenmauer. Mein Tipp an euch, diese Karte am besten in der Standby-Phase zu aktivieren, weil man auf die Aktivierung einen kleinen, also wir nennen ihn Piloten, einen kleinen Piloten darauf anstellen könnte und dann einen großen von der Hand special. Wer zum Beispiel einer der Piloten kommt, dann kennt ihr die Karte an, Pilot banished, dann kann Slipper Rider kommen und kann die noch schießen. Also genau. Die muss immer schon vorher kommen. Genau. Als nächstes der Light Mirror. Dark Mirror würde er nur auf Destroyer oder auf Wicked Witch gehen. Der muss auch vorher schon sein. Wenn der liegt, Farm Girl kann erstens mal nicht suchen, Slipper Rider kann nicht schießen. Und sowieso alle Lights können auch ihre Griffe wegnehmen. Also Slip Rider, Forerunner, Good Bitch, kann man eigentlich alle schon nehmen. Hier auch wieder dasselbe, wenn einer von den Piloten liegt, von Good Bitch oder Farm Girl, auch Strawman, aktivieren den Effekt und er chaint die an, kommt der Effekt trotzdem noch durch, also muss auch vorher schon sein. Was auch viele gegen Kosten worden ist, Anzea. Wobei ich aber die Karte sehr schlecht finde. Muss auch schon random einfach direkt kommen. Genau, muss einfach auch random kommen in der Energiedische Runde. Sprich, dann warte, gibt man einfach ab oder chaint auf diesen Effekt trotzdem noch den Effekt eines Piloten an. Die würde ich nicht empfehlen. Sehr schlechte Karte. Kann man auch nur in der gegnerischen im gegnerischen Zug an aktivieren. Also weg schlecht. Dann gibt es auch noch hier Chaos Trap Hole. Bringt aber wieder nicht so auf die externe Beschwörung, sondern nur auf die interne. Das heißt, wenn einer von den Piloten normal beschworen würde oder wenn es auch mal vorkommt, dass die Schiffe zu gut beschworen werden, dann ist die Karte gleich. Man kann auch den Effekt nicht anklicken, weil es ein Counter-Trap ist. Auch nicht wirklich gut, aber eine Möglichkeit. Ja. Nächste Karte, Chaosjägerin. Prinzipiell im Grunde schon. Der Effekt muss man ansagen, sprich man muss diesen Effekt vorzeigen. Wie gesagt, auch wie bei den anderen, man kann auch einen Effekt von den Kleinen, von den Piloten anchainen, da kommt ein großer Rennen rüber, also... Das sieht man höchstens im Infernoid. Ja. Das Infernoid vielleicht durch Reasoning auch kann kommen. Ist okay, aber ist auch nicht wirklich gut. Gibt bessere Karten. Was nicht schlecht ist, Deep Dark Trap Hole, wenn Level 5er Monster beschworen wird, wird es direkt aus dem Game gebanished. Das ist vor allem gegen die Schiffe gut, aber das haben wir auch in einem anderen Video schon mal erklärt, wenn man sowas vielleicht lesen konnte, dass der Gegner so eine Karte hat, dann kann man wieder versuchen, sein externes Summon zu schützen durch anketbare Effekte und so weiter. Aber sieht man auch vermehrt. Nächste Karte ist Ritterlichkeit. Ist eine Counter-Trap, ist eigentlich auch recht gut, kann man nur in der Battle-Phase aktivieren. Negiert wirklich alle Effekte in der Battle-Phase, sprich auch Farm Girl, Honest zum Beispiel, die ganzen Banish-Effekte. Die Karte sieht man auch wieder vermehrt in Side-Decks, also die Karte ist nicht schlecht. Dann auch noch Soul Drain, die ist nur gegen die Schiffe, weil Soul Drain liegt und die Schiffe würden in den Friedhof gehen. Kann er die Schiffe nicht banishen, weil sich der Effekt im Grave aktivieren muss. Resolve zum Rennen gebanished, aber Soul Drain gegen die Schiffe sieht man auch in manchen Decks. Das wären jetzt mal so die eine Auswahl an Karten, die gegen Cosmo von anderen Decks geboardet werden können. Gibt sicherlich noch mehr, war jetzt mal so das Läufigste. Ja, das sind auch die Karten, die wir so vermehrt auch in unseren Duellen gesehen haben. Und ja, jetzt kommen wir mal zu den Karten, die Cosmo gegen Cosmo bohren würde, im Grunde. Fangen wir an. Storming Mirror Force. Manche spielen es Main, manche spielen es im Board. Gegen Cosmo eine nicht zielende Karte, die ihn nicht zerstört. Das heißt, es gibt das ganze Feld einmal auf die Hand zurück, die Schiffe werden zurückgegeben, man kann sich vom OTK schützen. Manche boarden es dann auch gegen die neu erschienenen Panel-Decks, vor allem sowas wie Magi Spectre, die auch nicht angezielt oder zerstört werden können. Da das gleiche würde alles auf die Hand geben.
Manche mögen es nicht, weil es eben nicht verhindert, dass der Gegner seine Karten verliert, sondern sie gibt sie nur auf die Hand. Man kauft sich höchstens einen Zug, in dem man noch Zeit hat. Nicht so eine kann der Gegner das Ganze vielleicht nochmal machen. Aber auch im Preis zurzeit sehr gehypt. Nicht schlecht, nur verschwindet sie langsam auch schon. Ja. Nächste Karte, Zeit, Raumfallgrube. Eine sehr gute Karte. Habt ihr auch schon in vielen Mentex gesehen? Negiert eine Summon von der Hand oder vom Extra-Deck, indem man dann schickt zurück ins Deck, indem man dann 1000 Life Points pro Monster zahlt. Auch gut gegen Pendel-Decks. Wenn sie pendeln, zahlst du halt dann pro Monster deine 1000 Life Points, aber die kommen alle zurück ins Deck. Eine recht sehr gute Karte, muss ich sagen. Der Unterschied von ihr zu ihr ist halt eben, sie machen beide was Ähnliches, nur die Karte nimmt ihnen die Karten direkt. Also alles, was gependelt wird, klar, werden 3 bis 5 Monster beschworen. Sie kostet eine ganze Menge Life Points, aber alle Decks mittlerweile spielen 3 Absatz Main. Das heißt, man kann die Life Points wiederbekommen, man kann durch Slip Rider, General Forerunner wieder Life Points bekommen. Der Unterschied eben, sie mischt die Karten ins Deck rein. Das heißt, der geht die Karten nicht wieder zur Verfügung. Bei Destiny Fiends kann man selbst im Cosmo, gegen Cosmo, natürlich auch gegen andere Decks spawnen, wenn er liegt. Man kann die Effekte der Piloten nicht nutzen. Damit hat er fast keine Möglichkeit, dass er die Schiffe rausbringt. Und ohne, beziehungsweise Honest, geht auch nicht. Das heißt, er kann nur versuchen, ihn durch irgendwelche Effekte wegzubringen. Da die meisten Spieler ab Game 2 Karten wie Raigeki oder Effect Negator rausbohren, man hat die drinnen, hat sie Gegner extrem schwer. Dazu noch in Verbindung auch Stormforce. Sehr gute Karte. Auch genauso gut. Die Karte zielt nicht, sie zerstört nicht. Man kriegt die Schiffe weg und der Gegner kriegt keine Effekte durch. Selbst wenn man sie aktiviert und er kennt jetzt seine Effekte an von den Piloten, um irgendwas zu umgehen, die Karte zielt nicht. Das heißt, zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt sagt man, ich wähle ein Monster X und tribute es einfach. Die Karte, Mirror Match, extrem. Was man auch nicht vergessen darf, auch wenn einige Decks geschwächt wurden, so wie BA, aber das Gefährliche ist an BA, sie haben Utopic Force, das ist F-Zero, und die Karte hat man selbst extreme Probleme. Vor allem Majesty's Fiend, extrem starkes gegen BA, kann man auch beide Karten gegen zwei BA spawnen, um eben die Möglichkeit von F-Zero gleich dem Gegner zu unterbinden. Genau. Jetzt komme ich da mal zu einer Verhinderkarte, die eigentlich auch recht gut ist, Tragödia. Cosmo ist ein OTK-Deck. Magic Spectre kann auch OTKs raushauen. Da gibt es auch dieses Performage-Pendel-Deck, das kann auch richtig extrem starke OTKs raushauen. Sprich, diese Karte, zweimal erlaubt momentan, kann sowas verhindern. In Verbindung auf jeden Fall mit Max D. Die will ich sowieso gegen Cosmo reinboarden oder gegen diese Performage-Pendel-Decks, weil die einfach sehr viel Special sammeln. Also Tragödia würde ich jetzt nicht unbedingt im Mirror Match boarden. Max C auf jeden Fall. Tragödia muss man schauen, wie sie kommt. Aber gegen dieses Performage-Pendel-Deck, was auf Draculaster und King of Feralims und alles Mögliche geht, da gibt ihm Max C. Die Gegner gehen meistens davon aus, dass man nichts an Handtrap spielt, was die K verhindern kann. Meine Erfahrung nach aus dem Testen, man geht in diesem Performance-Pendel-Deck Max C, sie rushen immer durch, weil sie denken, sobald sie dann am Schluss ihrer Kombos Draculaster mit Trapezmagier und noch mehreren Monster haben, dass sie für OTK angreifen können. Du endest nach Möglichkeit mit 8, 9, 10 Handkarten, weil sie durchgerusht sind. Dann kommt Tragödia, da siehst du meistens einfach nur noch den Rage-Crit. Ja. Aber wie Tati schon gut gesagt hat, Max C im Mirror Match auf jeden Fall gut. Wenn man Max C gibt und dann die Shift Crashes macht, Dark Destroyer auf Dark Destroyer, der Gegner ist meistens gezwungen, dass er das direkt nächste niedrigere Level holt. Man crasht sich durch, weil der Gegner dazu gezwungen ist und zieht sich einfach durch und macht einfach Vorteil. Sehr gute Karte. Ich habe eh keine 1000 mehr und du hast eine Karte. Geht nicht, weil keine Handkarte. Was auch noch ganz gut ist, ist Kaiko auch im Mirror Match. Zum Beispiel folgendes Szenario. Ich habe einen Dark Destroyer oder Forerunner draußen, spiele Kaiko aus, greife mit meinem Forerunner, zum Beispiel mit seinem gegnerischen Forerunner an, Double, sprich er darf da nichts holen, weil ich banishen kann aus dem Grave. Ich dürfte schon, eigentlich eine recht gute Karte, auch ein Test. Gegen Inferno nicht schlecht. Auf
auf jeden Fall Testwert. Und dann natürlich noch die Cyberdragons, Cyberdragon 4. Aus dem Grund, wenn er im Grave liegt, kann man ihn auch aus dem Grave banishen, um ein Cyberdragon Monster zu beschwören. Das heißt, man könnte auch einen Core selbst nochmal holen oder direkt einen Cyberdragon rausholen. Man kann ihn auch normeln, weil ab und zu der Fall kann sein, der Gegner hat seine Schiffe draußen, die haben vielleicht schon den Piloten liegen. Dann kann man den Cyberdragon Core einfach normal ausspielen und kann Fusion machen zum Chimera-Tech Fortress Dragon. Cyberdragon an sich sieht man weniger. Was nur gefährlich sein kann, die meisten Cosmo-Decks spielen noch immer Breakthrough Spirit oder Fiendish Chain. Für gewöhnlich ist es so, dass die Effect Negator ab Game 2 rausgebordet werden. Wenn sich Cyberdragon Core durchsetzen würde, kann es gefährlich sein, dass die Gegner die Effect Negator drin lassen. Man würde Cyberdragon Core normal beschwören, passiert auch Breakthrough Spirit. Aber Cyberdragon Core liegen kann nicht fusionieren. Da ist es auch die Frage, welche Karten sich durchsetzen, je nachdem, wie sich Cosmo entwickelt. Weil die beiden generell, um große Felder vom Gegner wegzufusionieren. Weil die Karten auch nicht zerstört werden, sondern nur auf den Grave gelegt werden. Sehr gut. Das war's von uns. Ich hoffe, wir konnten euch helfen, gegen Cosmo etwas zu finden. So. Vielen Dank. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mäßig.